Unsere Fachgesellschaft, die GMDS, ist Mitglied der AWMF, also der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Das heißt, trotz dieser unterschiedlichen Professionen, die wir als Einzelne mit einbringen, fühlen wir uns alle und betrachten wir uns auch durchaus als Mediziner. Was ist unser Ziel als Fachgesellschaft? Es ist unser Ziel, und hier zitiere ich aus den ethischen Leitlinien, die sich unsere Gesellschaft gegeben hat. Unser Ziel ist es, Gesunde und Kranke sowie die medizinisch Tätigen und Forschenden darin zu unterstützen, Krankheiten vorbeugen, heilen und lindern, sowie deren Ursachen und Wirkungen besser verstehen zu können. Wir tun das naturgemäß eben nicht mit Medikamenten oder mit dem Skalpell in der Hand, sondern wir tun dies durch die Gewinnung, Analyse und die Bereitstellung von Daten über Gesundheit und Krankheit sowie durch die aktive Gestaltung von Prozessen in Medizin und Gesundheitswesen. Und vor diesem Hintergrund ist uns sehr bewusst, und das haben wir auch in unseren Leitlinien festgehalten, dass wir damit wirklich Mitverantwortung tragen für die Gesundheit in der Gesellschaft. Und wir wollen auch diese Verantwortung übernehmen. Das macht vielleicht deutlich, warum wir heute hier eingeladen haben zu einer Debatte um ein Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention. Warum wir eingeladen haben als Informatiker, Biometriker, Epidemiologen. Wir folgen dabei unserem Anspruch, die aktuellen rechtlichen Regelungen im Gesundheitswesen nicht nur zu kennen und zu beachten, das gehört natürlich zu unserer Profession, aber wir haben auch den Anspruch, diese rechtlichen Regelungen aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Und für diese Weiterentwicklung rechtlicher Regelungen möchten wir uns heute Abend gerade auch der Politik als Partner empfehlen. Wir sehen uns angesichts des Masernschutzgesetzes umso mehr in der Verantwortung, als hier ja von Impfpflicht auch die Rede ist und die Impfpflicht einen erheblichen Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Bevor wir darüber diskutieren, vielleicht ein paar Worte dazu, was sind denn eigentlich Masern und was ist eine Masernerkrankung? Ich habe hier bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nachgeschaut, um mir eben Aufklärung zu holen und Aufklärung für uns zu holen. Masern werden durch Viren ausgelöst. Und diese Masernviren werden ausschließlich von Mensch zu Mensch übertragen. Und nahezu jeder Kontakt zwischen einer ungeschützten Person und einem Erkrankten führt zu einer Ansteckung, selbst über mehrere Meter Entfernung. Wir sprechen hier auch von einer hohen Kontagiosität. Es zeigen sich dann hohes Fieber, Husten und Schnupfen sowie Entzündungen im Hals-Nasen-Rachenraum und in der Augenbindehaut. Und das wissen Sie, nach einigen Tagen bildet sich der typische Hautausschlag. Es können, und das liegt einfach daran, dass durch die Erkrankung auch das Immunsystem geschwächt ist, es können Komplikationen entstehen, Mittelohrentzündungen, Atemwegs- und Lungenentzündungen, und besonders gefürchtet sind auch Gehirnentzündungen. Bei ungefähr einem von 1000 Masernfällen tritt eine solche Gehirnentzündung auf. Und dann sind gar nicht so selten Todesfälle und schwere Folgeschäden wie geistige Behinderungen und Lähmungen. Sehr selten gibt es auch SSPE, die subakute sklerosierende Panenzephalitis, eine tödliche Krankheit. Masern, und ich glaube, das können wir jetzt schon schließen, sind also nicht eine harmlose Kinderkrankheit. Sie sind eine gefährliche Erkrankung für den Einzelnen, und aufgrund der hohen Kontagiosität sind infizierte Personen aber auch ein erhebliches Risiko für die Gesundheit anderer. Und ich denke, das müssen wir beides in Betracht ziehen. Glücklicherweise sind wir den Masern nicht schutzlos ausgeliefert. Es gibt die Möglichkeit der Impfung. Die Ständige Impfkommission empfiehlt einen MMR-Kombinationsimpfstoff
Impfstoff, der neben Masern auch vor Mumps und Röteln schützt. Und es gibt zwei, gerade bei Kindern, zwei Schritte, nämlich die erste Impfung im Alter von 11 bis 14 Monaten und die zweite Impfung dann spätestens gegen Ende des zweiten Lebensjahres. Erst dann, nach dieser zweiten Impfung, ist der Schutz vor Masern wirklich vollständig. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt nun eine sogenannte Durchimpfungsrate von 95%. Also 95% der Bevölkerung sollten den Impfschutz haben, dann können Masernviren eradiziert, ausgerottet werden. Wir sprechen dann auch von Herdenimmunität. In Deutschland liegen die Durchimpfungsraten aber unter den 95%. In bestimmten Bundesländern sogar deutlich darunter. Wir haben hier also ein Problem. Um die von der WHO empfohlene Durchimpfungsrate von 95% der Bevölkerung zu erreichen, ist eine Impfpflicht in der Diskussion. Impfpflicht ist ein massiver Eingriff des Staates in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Lohnt sich der Eingriff in die Selbstbestimmung des Bürgers? Lassen sich die Gefahren durch Masern quantifizieren? Gäbe es Alternativen zur Impfpflicht? Wie kann vor allen Dingen evaluiert werden, überprüft werden, ob es sich lohnt? Um evaluieren zu können, müssen Daten gesammelt werden. Aber bei diesen Daten handelt es sich um hochsensible persönliche Gesundheitsdaten. Also stellt sich die Frage, was geschieht mit diesen Daten? Wer hat Zugriff? Wer hat auch keinen Zugriff? Wie soll das geregelt werden? Bürgerinnen und Bürger brauchen dringend einen digitalen Impfpass. Und im Referentenentwurf ist davon ja auch die Rede. Sie brauchen den Impfpass, um sich eigenverantwortlich um ihren Schutz vor Infektionskrankheiten zu kümmern. Und behandelnde Ärztinnen und Ärzte müssen schnell, dann wenn nötig, den Impfstatus ihrer Patienten erkennen können, ohne erst den DSDI-Wettbewerb abwarten zu müssen. DSDI, das kennen Sie, wenn Sie mal im Bahnhof waren. DSDI ist Deutschland sucht den Impfausweis. Also digital, ja. Aber wir leben in Europa. Was ist mit Europa? Wie können die Informationen eines digitalen Impfausweises, eines digitalen Impfpasses auch bei einem Urlaub an der Côte d'Azur oder bei einem Fußball-Länderspiel in Tallinn oder bei einer Dienstreise nach London, na, da wird es dann etwas schwierig, wie können die Daten dann auch gelesen und verstanden werden? Und wie kann es gelingen, auch die Evaluationsergebnisse in einen europäischen Kontext zu stellen? Das sind die Fragen, die wir im Laufe des Abends besprechen werden. Die Überlegung, lohnt etwas? Bei der Frage des Lohnens müssen wir wissen, was sind die Vorteile, aber wir müssen auch die Nachteile wissen. Und zu den Nachteilen müssen wir auch über die Bevölkerung sprechen. Welche Nachteile kommen auf die Bevölkerung zu? Das ist eine ganz zentrale und schwierige Frage. Hier liefere ich Ihnen Daten, die meisten von Ihnen, die offensichtlich an Masernfragen interessiert sind, sehr gut kennen. Die STIKO-Empfehlungen, die auch unser Präsident gerade schon klarstellte, mit einer Abweichung im Bundesland Sachsen, die sogenannte SIKO, also eine eigene Impfkommission, die entschieden hat, die zweite Impfung solle bis spätestens zum fünften Lebensjahr erst stattfinden. Und jetzt sehen Sie hier bundesweite Masern-Impfungsabdeckungsraten 2017, das sind die frischesten Daten, die wir haben, bei Schuleingang 97% haben die erste Impfung bekommen, 92,8% die zweite Impfung. Also bundesweit gesehen müssten wir gleich mal sagen, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Im Kinderbereich, wo wir am Ende uns wünschen würden, es geht auf 95 und höher, prima. Dann aber, wenn wir genauer nochmal schauen, wenn der Wunsch von der STIKO eigentlich ist, in den ersten zwei Jahren sollten die beiden Impfungen abgeschlossen sein, so sehen Sie jetzt, 2016, da habe ich die Zahlen finden können, aktuell dann nicht, 73%. Das heißt, diese zwei Impfungen, die wir bis zur Schuleingangsuntersuchung feststellen können, die finden nicht alle in den ersten zwei Jahren statt, sondern das findet sehr protrahiert statt offensichtlich. Sonst hätten wir von so einem 2016 nicht 73,9, sondern auch schon 92 oder 97% gesehen. Und Sie sehen jetzt auch die Folgen einer Empfehlung einer Impfkommission in Sachsen,
Also wenn Empfehlungen entsprechend rausgegeben werden, dann hat das Effekte. Der Effekt ist, dass in Sachsen bei den 24 Monate alten Kindern nur 24,9% beide Impfungen erhalten haben. Wie sieht die Impf- und die Immunsituation bei Erwachsenen aus? 90% der Erwachsenen sind immun gegen Masern. In Deutschland, das hat der letzte Bundesgesundheitssurvey, abgekürzt DECS, ergeben. Und wir würden uns ja wünschen, diese 95% Abdeckung, also es ist etwas drunter, aber vielleicht, wenn Sie in Nachbarländer schauen, Dänemark hat es geschafft zu eliminieren, die haben auch keine 95% erreicht im Übrigen. Also es ist keine zwingend notwendige Bedingung, 95% zu erreichen. Es scheint aber eine hinreichende Bedingung zu sein, hinreichend, um eliminieren zu können. Wichtig sind Jahrgänge 1970 und aufwärts, und jüngere Jahrgänge. Warum? Weil die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit Masern in der Kindheit Kontakt hatten. Ich bin Jahrgang drunter, unter 1970. Ich habe auch die Masern gehabt übrigens. Also unter 1970 aus Seroprävalenzstudien wissen wir, die allermeisten hat mit Masern Kontakt gehabt. Aber ab 1970 aufwärts lässt das erheblich nach, weswegen das eine wichtige Target-Population ist bei den Erwachsenen. 1970 und spätere Jahrgänge muss man gezielt anschauen. Und hier sehen Sie dann Statistiken dazu. 75% dieser Jahrgänge geben an, bisher noch nicht von den Masern-Impfempfehlungen der STIKO gehört zu haben. Das ist ein Survey vom BZGA. Das klingt jetzt etwas erschütternd, aber wir wissen natürlich auch, wenn wir sehr viel Informationen den Bürgerinnen und Bürgern geben, eine große Menge davon wird einfach vergessen. Und wenn Sie dann befragt werden, haben Sie das jemals gehört, dann ist natürlich auch ein Vergessenseffekt dahinter. Aber hier sind eher, also Zahlen zumindest, die mal ausgewiesen werden. Interessant ist auch die Frage, wie ablehnend ist die Erwachsenenbevölkerung gegenüber der Impfung, der Masernimpfung, sogenannt eher ablehnend, nur 7%. Das ist auch nochmal wichtig in der Debatte. Das heißt, nur eine kleine Fraktion möchte das wirklich nicht. Die viel, viel größere Fraktion ist schlichtweg viel, viel zu wenig informiert. Viel zu wenig informiert, weswegen sie nicht durchgeimpft wurde. Noch wichtig nach STIKO, Jahrgänge 1970 und aufwärts, wenn sie nicht geimpft waren bisher, die brauchen nur eine Impfung im Erwachsenenalter. So ist die Empfehlung, sie brauchen nicht beide Impfungen. Masernfälle in 2018 in Deutschland, was können wir vom Robert-Koch-Institut lernen? 543 Masernfälle, 66 importiert, 477 ansässige Fälle, keine Todesfälle. Wenn Sie in Deutschland durchschauen, 2001 bis 2012, 19.282 Erkrankungsfälle, rund 19 Todesfälle. Also statistisch würde man sagen, einer pro 1.000 Masernerkrankten würde sterben. Und es ist so, wenn Sie mit älteren Ärzten sprechen, die sagen, ja, ich habe sowas erlebt. Ich habe Mütter betreut, deren Kinder gestorben sind. Mit jüngeren Ärzten, die haben diese Erfahrung nicht mehr. Denen ist das nicht klar, dass das so hochgefährlich verlaufen kann. Die Erkrankungsrate ist für Deutschland dann ausgerechnet 5,8 pro Million. Man gibt die Rate für die ganze Bevölkerung an, nicht beschränkt auf die Kinder. Das ist wichtig jetzt, dass man das weiß. Und das führte bei der WHO dazu, dass sie wieder Deutschland einordnen musste als High Priority Country. Das heißt, wir haben weiterhin bestehende Infektionsketten über 12 Monate. Und wir sind sozusagen in Deutschland wieder angezählt worden, was natürlich unschön ist. Als Eliminationsziel besteht seitens der WHO der Wunsch, diese Rate muss unter 1 pro 1 Million gehen. In Europa, 37 der 53 europäischen Staaten, die an die WHO-Daten liefern, ist es der Fall bei 70%. Und zwar eliminiert gelten diese Viren dann, wenn in 3 Jahren keine sogenannten endemischen Transmissionen mehr stattgefunden haben. 3 Jahre lang. Das, was wir im Moment nicht in einem Jahr geschafft haben, müssten wir 3 Jahre schaffen, damit wir auch diesen Status erlangen werden. Noch interessant, wenn Sie schauen, wer erkrankt eigentlich, das Mediane, ist sowas ähnliches wie ein Mittelwert, das mittlere Erkrankungsalter ist 18 Jahre. Also das heißt, 50% sind Erwachsene. Und von denen, die erkrankt sind, von denen wir auch den Impfstatus zur Verfügung haben bei diesen Erhebungen, ist es so, 80% waren ungeimpft, 20% waren nur einmal geimpft. Wir glauben Folgendes, wenn wir Bürgerinnen und Bürger jetzt per Gesetz zu etwas verpflichten, dann haben wir auch mehr zu tun im Sinne der Frage, welchen Effekt hat das im Sinne des Positiven, aber auch welchen Effekt hat es im Sinne des Negativen. Dazu gibt es Ideen im Gesetz, nämlich die Idee, nimm doch KV-Daten. Zur Erinnerung, das sind Daten aus dem niedergelassenen Bereich mit quartalsweiser zeitlicher Auflösung, nicht genauer. Uns fehlen Privatpatienten dort drin. Wir wissen nichts aus dem stationären Sektor. Aber natürlich, das Ablesen wurde geimpft, das können wir ablesen an Abrechnungsziffern.
feststellen zu können, mittelfristig sind Impfraten gestiegen mit diesen Daten außerhalb der Privatversicherten, ist eine gute Option. Im privaten Sektor ist mir das unklar, wie wir das beantworten. Und zur Erinnerung, die massiven Impfgegner sind oft Privatversicherte. Und es ist auch dann kein nationales Impfregister, wenn wir Privatversicherte hier nicht monitorieren können. Das heißt, wir glauben, KV-Daten alleine ist nicht genug. Wir müssen auch an die PKV heran, aber auch für schlimmere Impffolgen, wir müssen gleich diskutieren, was wir darunter verstehen würden, für schlimmere Impffolgen brauchen wir auch stationäre Daten. Wer hat auch stationäre Daten? Das sind die Krankenkassen. KBV hat nur die ambulanten Daten. Die Krankenkassen haben die stationären Daten als auch Verordnungsdaten und noch weitere Daten zur Verfügung. Deswegen, wir glauben, man muss mehr tun, als vor allen Dingen mit KBV nachzuschauen, welche negativen Folgen hat es oder positive, sondern wir glauben, wir brauchen größere Datenkörper. Und jetzt, das ist das Allerwichtigste, und jetzt hole ich kurz für Sie aus, zur Erinnerung. Als die Krebsfrüherkennungsrichtlinie verändert wurde, die Einführung des Mammographie-Screenings, seit 2005 wurde das Programm aufgefahren, hat der Gesetzgeber große Sorge getragen für die Struktur- und die Prozessqualitätssicherung. Im Gesetz ist nicht gut verankert worden, wie wir die Ergebnisevaluation machen sollen. Wir stehen jetzt im Jahre 2019 da und allererste Ergebnisse über einen ganz komplizierten Weg zur Frage, wird die Brustkrebsmortalität durch Screening gesenkt, werden wir frühestens 2022 erfahren von Professor Hans-Werner Hense mit seiner Gruppe in Münster. Warum? Weil nicht vorüberlegt wurde, wie können wir diese Mortalitätssenkung wissenschaftlich feststellen. Das heißt, wie müssen Datensätze zusammenfügbar werden, sodass der Bundesdatenschützer nicht ständig die Keule raus und sagt, das dürft ihr alles nicht. Sondern die Politik muss Wege bahnen, dass wir Daten zusammenführen können, um diese wichtigen Fragen beantworten zu können. Beim Mammographie-Screening ist es schiefgegangen. Beim Hautkrebs-Screening, Krebsfrüherkennungsrichtlinie 2008, ebenso schiefgegangen. Nichts steht drin zur Mortalitätsevaluation. Wir evaluieren das jetzt über einen Innovationsfonds und nur wieder schrecklich kompliziert unter Einhaltung des Datenschutzes. Das muss ich jetzt kurz dazu erzählen, warum dieser zweite Spiegelstrich hier steht. Es müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch so aufgestellt werden, dass wir am Ende, wenn es eingeführt ist, eine Impfpflicht, auch wissenschaftlich die Möglichkeit bekommen, diese brennenden Fragen zur Masernpflichtimpfung beantworten zu können. Es kann auch notwendig werden, epidemiologisch, dass wir an Erkrankte bzw. Geimpfte mit schweren Schäden herantreten können müssen und weitere Daten verlinken können müssen. Diese Fragen stellt hinter die Politik die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn jetzt im Gesetz dazu nichts überlegt wird, können wir es hinterher nicht vernünftig evaluieren. Ich interessiere mich für Impfeffekte, positive Effekte, negative Effekte. Und das Wesentliche ist schlicht und einfach, um das beantworten zu können, braucht man Daten oder sagen zumindest wir als Fachgesellschaft, die einfach dem empirischen Ansatz verpflichtet ist, damit man hinterher nicht dasteht und sagt, naja, die Fragen kann ich jetzt eben nicht beantworten. Und oft werden wir als Biometriker ja als diejenigen gesehen, wo man sagt, naja, nachhinein, man wird diese ganzen Daten haben, es gibt ja viele Daten, es gibt ja Big Data, da wird man schon was analysieren können. Aber tatsächlich sozusagen werden wir als Biometriker, die dann eben hinterher für die Statistik zuständig sind, nicht müde darauf hinzuweisen, man sagt, besser vorher planen, was sind eigentlich die Fragestellungen, die man beantworten will, weil oft ist es so, wenn man erst hinterher darüber nachdenkt, dann sozusagen, dann haben wir zwar wir Biometriker viel Freude damit, neue Methoden zu entwickeln, da kann man sehr gut Methodenveröffentlichungen machen, wie man auch bei sehr schwieriger Datenlage vielleicht noch die eine oder andere Frage beantworten kann, aber so richtig geht es dann oft einfach nicht mehr. Deswegen der klassische Datenkanon ist, ich fange an mit der Fragestellung, und es klingt eigentlich wie eine Binsenweisheit, aber leider gibt es oft genug, eben wie schon auch der Hinweis, sozusagen, das Beispiel, das vorhin gegeben wurde, oft wird einfach am Anfang die Fragestellung vergessen und nach der kommt dann und überlegt man sich, was für Daten brauche ich eigentlich? Nächster Schritt ist ganz wichtig, mit den Datenpartnern sprechen, um zu sehen, wie komme ich an die Daten, und hinterher kommt die Analyse. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf die Impfpflicht oder faktische Impfpflicht? Da ist eben, wie schon randproduziert, die wesentliche Frage nach späteren Impfeffekten.
sozusagen, wenn ich mich für die positiven Effekte interessiere, also ich will später zum Beispiel auf Kreisebene sagen können, was sind denn jetzt tatsächlich Impfraten? Da findet sich im Gesetzentwurf ja schon die Impfsurveillance, sozusagen das sieht tatsächlich gut aus. Aber wenn man zum Beispiel Fragen schon stellt nach negativen Effekten, dann wird es eben schwieriger, wenn man dann versucht sozusagen zu sehen, was für Datenquellen haben wir denn im Gesetzentwurf drin? Wir haben jetzt tatsächlich die Daten für die jetzt hier im Gesetzentwurf die kassenärztlichen Vereinigungen verantwortlich zeichnen. Und da muss man sehen, wie weit kommt man da. Und zu sagen, das sind die einen Routinedaten, die man haben kann oder die man haben wird. Andrea Stang hat es auch schon die Kassendaten genannt. Das ist eine andere Art von Routinedaten, wo man sich aber auch besser vorher überlegt, was wollen wir denn eigentlich wissen und wird das Ganze tatsächlich auch ausreichen. Und ein schönes Beispiel, also sagen, wo wir ja schon also im großen Stil aktuell uns sehen, was passiert denn, wenn ich tatsächlich was im Versorgungssystem ändere, sind ja Projekte, die aus dem Innovationsfonds aktuell gefördert werden, der beim gemeinsamen Bundesausschuss angesiedelt ist. Da sind wir oft in der Lage, dass neue Versorgungsformen werden eingeführt und Gott sei Dank ist es auch so angelegt, dass es dann eben auch evaluiert wird. Und da ist es dann ganz oft so, dass wir eben Krankenkassendaten zur Evaluation heranziehen. Aber da sozusagen, da haben wir dann eben auch als evaluierende Institute teilweise sehr leidvolle, ich sage eher als Biometriker spannende Erfahrungen, sage ich mal, wie sozusagen, was mit diesen Daten geht. Also nichts gegen die Kassendaten, aber man muss sich dann eben bewusst sein, man hat dann Effekte wie sozusagen, es ist teilweise auf Quartale aggregiert. Ich kann Krankheitsverläufe nicht feingliedrig abbilden, weil die Daten wurden tatsächlich einfach für Abrechnungszwecke erhoben. Und auch wenn ich mir zum Beispiel wichtige Faktoren ansehe, wie zum Beispiel Komorbiditäten oder ich will zum Beispiel ganz oft zum Adjustieren wichtig sozioökonomischen Status, ich will ihn haben, ist aus Kassendaten schlicht und einfach sehr, sehr schwierig zu rekonstruieren. Und was wir dann eben in diesen Innovationsfondsprojekten typischerweise machen, wir sagen, ja, wir benutzen Kassendaten, aber oftmals Vergleichsgruppe. Das heißt, wir heben eigene Daten zu den neuen Interventionen, die ins Versorgungssystem eingeführt werden und können daneben eben aus Kassendaten eine Vergleichsgruppe daneben legen. Und es ist im momentanen Gesetzesentwurf eben so, dass ich sage, naja, ich werde Informationen zu Impfraten bekommen, ich werde Informationen zu Todesfällen bekommen, aber wenn man sich schon genau überlegt, wenn wir zum Beispiel die beiden Datenquellen miteinander verknüpfen können, um sozusagen Impfung und Todesfälle verknüpfen zu können, dann ist das schon gar nicht mehr so klar. Ist die Frage, will ich das überhaupt? Gibt es eine Fragestellung, wofür ich das brauche? Wenn ich das nicht brauche, muss ich nicht künstlich eine Verknüpfung erzeugen. Es gilt ja auch immer das Gebot der Datensparsamkeit. Und deswegen am Ende wirklich die Aufforderung, zuerst sich um die Fragestellung Gedanken zu machen und dann zu schauen, was brauche ich da für Daten dafür? Wie man das tatsächlich im Rahmen von einem Gesetzesentwurf macht, sozusagen muss ich sagen, da bin ich kein Jurist, also sagen, was man in Gesetzesentwurf nimmt, was man auf Verordnungswege, wie man das Ganze machen kann, aber tatsächlich die Aufforderung, wirklich den Prozess so anzulegen, dass man eben nicht hinterher die große Überraschung hat, dass man seine Fragen eben nicht beantworten kann, sondern dass wir eben am Ende wirklich so rauskommen, dass eben alle wichtigen Fragen basierend auf Daten beantwortet werden können. Und ich denke, das muss wirklich im Interesse dann auch aller Beteiligten sein. Schauen wir mal ganz schnell in den Gesetzesentwurf und hier vor allen Dingen in die Kommentare dazu. Es wird gesagt, dass Impfausweis und Impfbescheinigung in digitaler Form gespeichert werden können und dass wir das auch verknüpfen können mit zum Beispiel Terminen für Folge- und Auffrischimpfungen und dass dieses auch bestätigt wird mittels einer Unterschrift in Schriftform. Ja, hier haben wir natürlich schon wieder ganz große Fragen. Ganz unten, das ist unser Lieblingsthema in Deutschland, der Datenschutz, die Signatur, Datensicherheit und die Übertragung, die sichere Übertragung der Daten. Darauf möchte ich eigentlich gar nicht heute so zu sprechen kommen. Da kümmern sich ja auch viele andere drum. Ich möchte auf die Inhalte zu sprechen kommen. Und hier sehen Sie natürlich den Ist-Zustand. Das gibt es schon. Das ist ein Geschäftsmodell. Ja, damit kann man Geld verdienen. Man kann den Hausärzten zum Beispiel Impfpassmodule verkaufen. Ja, wir haben hier einige Hausärzte, die können auch gleich berichten. Oder
Ich habe eigene Applikationen, sogenannte Patientenakten, die man auch schon erwerben kann oder von der Krankenkasse erhält. Und hier ist dann der Impfausweis ein Teil der elektronischen Patientenakte. Das kann ja sinnvoll sein. Was macht eigentlich jetzt zum Beispiel, was machen unsere Nachbarn, was macht Europa, was macht der Rest der Welt? Das hier. Es gibt die sogenannte International Patient Summary. Hier sind einige Autoren auch im Raum. Und die wurde jetzt 10 Jahre entwickelt auf Basis eines europäischen Projektes, was sogar ausging von unserem Bundesgesundheitsministerium. Hier ging es darum, dass wir eine sogenannte Notfallakte zur Verfügung stellen und eine Information sind dann Impfinformationen. Diese Spezifikation wird von der Europäischen Union jetzt vorgeschlagen und diese Dinge müssen, sollten, wollen wir auch in Deutschland umsetzen. Auch die Gematik hat diese Spezifikation schon gelesen. Ich darf es mal vorsichtig sagen. Okay. Ja, naja, und worauf basieren diese Spezifikationen? Natürlich auf vielen, vielen anderen Standards. Wir haben in der Medizininformatik allein 187 verschiedene wirklich wichtige Standards und das ist meine Lieblingsstandardfamilie, das ist die Standardfamilie, die wir in den letzten 10 Jahren zusammen mit BfArM, mit FDA, mit den Australiern, Japanern entwickelt haben. Wie kann ich ein Arzneimittel adäquat weltweit einheitlich darstellen? Wundervolle Arbeit. Unsere Softwarehersteller müssen dazu gezwungen werden, diese Standards einzuhalten. Und das ist auch natürlich ganz wichtig für die Politik. Bitte zwingen Sie unsere Softwarehersteller, internationale Standards einzusetzen, so wie etwa eine 6er-Schraube in einer Turbine Ihres Flugzeuges. Wer ist jetzt zuständig? Wir haben gelernt in diesem Jahr, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung für die Semantik zuständig ist in Deutschland. Meines Erachtens sind sie auf einem sehr guten Weg, was die internationale Standardisierung angeht. Also sie benutzen und empfehlen Standards, hier zum Beispiel SNOMED, CT unten, haben auch verstanden, dass es da verschiedene Bereiche gibt. Aber leider ist die Transparenz nicht gegeben. Das heißt auch hier wieder, unsere Empfehlung an die Politik, bitte lassen Sie endlich die Transparenz einziehen in die Digitalisierung. Das gehört niemandem. Das ist etwas, wo die Experten, vor allen Dingen hier unsere Medizininformatiker, aktiv mitwirken müssen. Ja, was gibt es noch? Es gibt die Medizininformatik-Initiative. Das ist eine Initiative, wo wir es versuchen, unsere 34 Universitätskliniker miteinander zu vernetzen. Hier in Berlin haben wir tatsächlich den sogenannten Anwendungsfall Infection Control. Das ist sehr spannend. Das Robert-Koch-Institut macht hier mit, indem wir versuchen, eben die Infektionen, die Ausbrüche sehr frühzeitig zu erkennen und die dann aber auch krankenhausübergreifend. Unsere Forderungen an die Politik sind ganz klar. Wir haben es auch schon sehr häufig zum Ausdruck gebracht. Bitte gebt uns doch eine Sprache. Ohne Sprache kann man nicht kommunizieren. Das wissen wir. Es ist doch so einfach. Und eine ICD-10 oder auch 11 reicht nicht aus, um das darzustellen, was wir Ärzte doch alles kommunizieren. Das sind doch nur Sprachen für Abrechnungssysteme. Es reicht nicht aus. Bitte nutzen Sie diese internationalen Standards, also SNOMED alleine reicht dann auch nicht, sondern wir brauchen wirklich diese reiche Sprache, die in Europa auch genutzt wird. Und wir müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, sodass wir die Daten eben verfügbar machen. Also das gibt dieses Wort FAIR, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, dass ich die Daten finden kann, dass ich die Daten interoperabel habe, sie wieder benutzen kann und vor allen Dingen, das finde ich eigentlich am wichtigsten, dass ich sie überhaupt erstmal bekomme als Wissenschaftler. Das hat der Kollege Binder auch schon gerade angesprochen. Und natürlich sind wir der Ansicht, dass der digitale Impfpass eine Pflichtanwendung werden muss. Warum? Weil alles, was Sie auf Papier schreiben, ist tot. Das finden wir nie wieder. Wir haben eigentlich ein großes Problem, das ist ja auch gerade dargestellt worden, vor allem bei den Erwachsenen, bei den jüngeren Erwachsenen, wo wir Impfquoten von unter 50% zum Teil haben und wir haben halt keine nationale Strategie, die tatsächlich diese Zielgruppe
angeht. Auch im Masernschutzgesetz geht es vor allem jetzt um Kinder, um Schulpflichtige und um Personen, die in solchen Einrichtungen arbeiten. Aber letztendlich die eigentliche Gruppe, die wir erreichen wollen, nämlich die Erwachsenen, die ungeimpften Erwachsenen, die erreichen wir nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man in solchen Situationen starke Institutionen braucht. Für mich ist das Robert-Koch-Institut überhaupt der Maßstab, wenn das Robert-Koch-Institut aufgrund seiner Erkenntnisse bestimmte Erkenntnisse veröffentlicht oder die Ständige Impfkommission alles nach dem Infektionsschutzgesetz bestimmte Empfehlungen gibt, dann ist das für mich als Politik, und das kann ich nur allen anderen auch empfehlen, die in der Politik tätig sind, eigentlich der Richtwert, wie man sich zu bestimmten Fragen verhalten sollte. Dass das nicht passiert ist, ist ja eigentlich eher traurig. Ich bin auch der Meinung, dass der öffentliche Gesundheitsdienst, die Verlagerung, was wir jetzt gesehen haben, die Probleme der Datenerhebung. Wir haben im Prinzip den ganzen Bereich des Impfens privatisiert, sage ich jetzt mal etwas kurz gefasst, weil wir natürlich über die niedergelassenen Ärzte Probleme haben, ganze Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Man erreicht die Menschen, die zu den Ärzten hinkommen, aber die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes für einen Infektionsschutz der gesamten Bevölkerung in einer bestimmten Region zu sorgen, sind in den letzten Jahren immer abgebaut worden. Ich glaube, dass das eins der Hauptprobleme ist. Man könnte auch leichter Daten erheben, wenn man den öffentlichen Gesundheitsdienst in seiner gesetzmäßig vorgeschriebenen Funktion hat und nicht einzelne unterschiedliche Akteure im ambulanten Bereich, vor allem wenn man gerade die Kinderärzte betrachtet. Das eigentlich ein Unding ist, dass wir immer noch keine für so einen digitalen Impfpass keine internationalen Standards haben. Was nutzt mir denn ein deutscher Impfpass, wenn ich nach Dänemark fahre oder wenn ich nach Afrika fahre? Ich glaube, das ist vom Anfang an brauchen wir tatsächlich internationale Standards. Und da es die schon gibt, ist eigentlich umso unverständlicher, warum jetzt wieder sozusagen das deutsche Basteln losgeht. Vielen Dank für dieses Statement und für diese klare Ansage aus der Politik, ja zum Impfen. Das war nicht die Politik, bin ich. Nein, der Grünen, ja zum Impfen, aber nein zur generellen Impfpflicht. Und die Frage ist halt, wenn ich mir erlauben darf, würden Sie denn befürworten, dass in das informationelle Recht des Bürgers eingegriffen wird, damit man solche Impfaktionen auch evaluieren kann? Finden Sie das eigentlich gut oder sagen Sie, das ist alles ganz schwierig, da muss man die Finger von lassen? Naja, wir sind ja als Grüne immer auch bekannt dafür, dass der Datenschutz natürlich eine große Rolle spielt. Aber es ist ja ein Unterschied, wenn ich eine Impfpflicht habe, dann brauche ich ja tatsächlich auch individualisierte Daten. Das heißt, der Impfstatus muss in Verbindung mit persönlichen Angaben sein, um nachzuprüfen, ob die einzelnen verpflichteten Personen, ob das jetzt Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind oder in solchen Unternehmen, brauche ich eine Kombination von persönlichen Daten und dem Impfstatus. Wenn es mir darum geht, epidemiologisch zu erfassen, in welchen Regionen die Impfquote ist, dann brauche ich diese Verknüpfung gar nicht. Das heißt, durch die Impfpflicht kommt ja selber überhaupt erst diese Notwendigkeit der Individualisierung und der Nachvollziehbarkeit zum Vorschein. Wenn wir einen Impfpass haben, wo die persönlichen Daten wie auf diesen Apps, die wir jetzt gesehen haben, drauf sind, wo es eine Erinnerungsfunktion gibt, wo mir die App sagt, pass mal auf, deine Tetanusimpfung muss aufgefrischt werden, dann ist es ja erstmal eine Information für mich. Das heißt, ich als Bürger habe die Informationen, die ich brauche, um meinen Impfstatus auf aktuell zu halten. In dem Moment, wo der Staat oder andere anfangen, ein Interesse an zusätzlichen Informationen zu erheben, nämlich ob ich jetzt meiner Impfpflicht nachkomme oder nicht, wird es ja kompliziert. Also Epidemiologie bedeutet tatsächlich, dass wir auch Individualdaten zusammenführen können müssen, aus Impfpassdaten, Krankenkassendaten, auch Befragungsdaten. Ich wollte es kurz klären, wie Sie das eben gemeint haben. Bei epidemiologischen Daten müsse man nicht so gut oder nicht zwingend zusammenführen. Was Sie sagen, im Prinzip, wenn ich geimpft werde, kriege ich eine Chargennummer. Der Arzt, der mich impft, kann in Fällen von Problemen immer nachvollziehen, welchen Impfstoff ich bekommen habe, wann ich ihn bekommen habe. Das heißt, es sind ja Daten, die nicht verschwunden sind. Sie sind halt sozusagen nur nicht so im großen Datenpool. Deswegen muss man da, glaube ich, ganz genau entscheiden, was sind individuelle Daten, die natürlich vorhanden sind, welcher Impfstoff wurde geimpft. Das muss vorhanden sein. Das ist aber bei den Ärzten ja vorhanden, die es tun. Ja, aber das ist nur die kurzfristige Verfügbarkeit. Aber ich glaube, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Sie haben gesagt, wenn es eine Impfpflicht gibt, dann sind die Auflagen und Bedingungen viel, viel härter, als wenn wir einfach nur eine freiwillige Impfung ermutigen.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen unser Verständnis. Es ist nicht dasselbe, ob ich sage, ich muss Evaluationsmöglichkeiten schaffen, weil es im Gesundheitswesen immer evaluiert werden muss. Aber hier zwingt der Gesetzgeber den Einzelnen, einer Pflicht nachzukommen. Und dann muss der Einzelne auch wissen, dass alles getan wurde, dass er, obwohl er es gar nicht machen wollte, dass auch es richtig gelaufen ist, dass es safe ist über die lange Zeit. Also ich glaube, dass wir an der Stelle wirklich Voraussetzungen schaffen müssen, insbesondere wenn es sich um eine Pflicht zur Impfung handelt. Aber ich komme nochmal zurück zu der Frage der Diagnose. Und ist das eigentlich, was ist das Besondere an den Masern? Ja, also ich würde das so beantworten. Die Masern im Vergleich zu vielen anderen Infektionskrankheiten sind derartig hochkontagiös, also auch hier in der S-Bahn über 4-5 Waggons, ist es möglich, dass ein infiziertes Kind ein anderes Kind, was nicht geimpft ist, über 4 Waggons Entfernung anstecken kann. Gibt es hochinteressante Daten drüber. Extrem hochkontagiös, gefährlich, wie Alfred Winter darstellt, sehr gut impfbar, mit extrem hohem Impfschutz. Das klingt danach, wenn man hier die Nuss knackt, sprich die Impfraten noch weiter hochkriegt, sind wir auch in Deutschland in der Lage, das zu eradizieren. Das klingt hier sehr vielversprechend. Ob das mit einer Impfpflicht einhergehen muss, ist eine andere Debatte. Damit sind wir auch nicht angetreten, das Gesetz kippen zu wollen oder befördern zu wollen, sondern wir wollen, nochmal wichtig, ich weiß nicht, ob ich verstanden wurde, wenn epidemiologisch ein Verdacht aufkommt, da ist doch ein Problem bei der Impfpflicht, dann wird es nicht ausreichend sagen zu können, ja, Schüler im Alter von 8 Jahren in der Schule haben den Impfstatus oder die Masernraten sind so und so hoch, dann brauchen wir mehr an Daten. Und das hat Harald Binder auch eben illustriert. Es kommen dann nämlich Fragen auf, zur Erinnerung, Mammographie-Screening. Die Screening-Einheiten wissen den Namen der Frauen, die gescreent wurden. Die Referenzzentren wissen das. Diese Daten können wir nicht verbinden mit den Krebsregisterdaten. Nur unter ganz komplizierten Auflagen, unter Änderung der Krebsfrüherkennungsrichtlinie wurde das erst möglich, um herauszukriegen, wie groß sind Intervallkarzinomraten. Und das will ich hier auch anspielen. Wenn jetzt die Impfpflicht kommt, ich erwarte, die Bürger sind nervöser bei einer Pflicht. Da gibt es mehr Rumoren in der Bevölkerung. Und dann kommen solche Fragen auf, wo wir doch Datenkörper, aber nur dann, da gebe ich Ihnen recht, nur dann zusammenführen können müssen. Und dazu müssen Vorkehrungen getroffen werden. Sonst geht es wieder nicht vom Datenschutz. Da müssen im Gesetz irgendwelche Stellen gemacht werden, wo in einem solchen Falle, wenn sowas auftritt, wir tatsächlich wissenschaftlich diese Daten zusammenführen können müssen, damit wir das beantworten können, was in der Bevölkerung, also verlangt wird, dass wir es beantworten. Wenn ich sage, es ist freiwillig, dann gehe ich auch anders mit meinen Daten um. Wenn ich gezwungen werde und es mit Sanktionen belegt ist, wenn ich mich weigere, dann hat man natürlich auch ein anderes Problem, was die Akzeptanz von Daten und individuellen Daten angeht. Ich denke, wenn man sich zu einer Impfung entscheidet, dann müsste es doch auch möglich sein, dass man sich verpflichtet, quasi darüber zu berichten. Und ich denke, der informierte Bürger oder die informierten Eltern, die hätten doch bestimmt auch ein Interesse, rückzumelden. Nach einem Monat, es ist nichts Besonderes passiert oder mein Kind kriegte Pickel oder sonst irgendwas. Das Schlimme ist ja, das, was man bekennt, das kann man natürlich erfragen. Aber wenn es um Dinge geht, das schwelt ja so im Hintergrund, ist die Impfpflicht möglicherweise mit etwas verbunden, was langfristig ein Problem ist? Oder können wir in 20 Jahren der Bevölkerung sagen, genau das war richtig? Ich nehme mal ein Beispiel. Pocken ist eradiziert. Polio ist eradiziert. Wenigstens momentan bei uns in Deutschland. Das heißt, wir haben auch eine Erfolgsgeschichte der Impfung. Das muss man ja auch mal im Kopf haben. Und es hat auch früher Pflichtimpfungen gegeben. Das ist ja auch nicht ganz neu. Und ich glaube, das sollten wir auch noch mal wirklich im Kopf behalten. Ich bin ein bisschen verwundert, dass diese Veranstaltung jetzt den Popanz der Impfkomplikationen des Impfschadens so hoch hängt, um Daten zu verknüpfen. Das passt mir überhaupt nicht in die Diskussion aktuell. Und wie man jetzt das Bedürfnis, bessere Auswertungen zu machen, bessere epidemiologische Daten zu verknüpfen, ausgerechnet an dem Thema aufhängt, das finde ich schlecht. Das nützt dem Problem, das wir bekämpfen müssen, nichts. Wir wissen aus den WHO-Studien, aus der globalen Kommission für Impfstoffsicherheit, die Daten aus allen Ländern der Welt zusammenführt, schon lange, dass es diese langfristigen Probleme wie Autismus und auch andere nicht gibt. Den Impfstoff gibt es nun mal schon seit 45 Jahren. Und wir haben in Deutschland 97% Impfquote und durch dieses Gap, das wir füllen wollen, werden wir doch nicht noch so viele zusätzliche Impfkomplikationen oder Impfschäden generieren. Also diese Logik ist mir völlig fern. Natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, der gegenwärtige Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis ist, dass es keine Risiken gibt.
Das würde ich sofort unterschreiben. Die andere Frage ist, ob das in 10 oder 20 Jahren auch noch so gilt. Ich sage mal als Beispiel, Sie tun einen erheblichen Selektionsdruck in diese Population der Viren rein, wie wir so vorher noch nicht gekannt haben. Und das ist eine Frage, die ist offen, zumindest für mich. Und es gibt Literatur dazu, dass es zumindest so anscheint, als wenn es genetische Drifts bei den Masern gibt, die bislang extrem konstant mit immer demselben Impfstoff geimpft wurden, ganz anders als die Grippeviren, wo wir dauernd Adaptationen vornehmen müssen. Aus anderen Gründen, weil dieser ist natürlich nur im Menschen. Es gibt viele Gründe, wo ich sage, das ist ja genau die Forderung. Wenn Impfpflicht, dann sollte man auch die Voraussetzungen schaffen, um das verlässlich evaluieren zu können und auch eventuell gegen Ausbüchser rechtzeitig reagieren zu können. Warum hängen wir das jetzt gerade an Masern auf? Ja, weil hier eine Impfpflicht gesetzlich eingefordert werden soll, die wir sonst nicht kennen. Hier wird plötzlich die Gesetzeskeule geschwungen. Ich glaube, dann hat der Bürger oder die Bürgerin auch mehr Anspruch, im Falle, wenn etwas nicht koscher wirkt, das evaluiert werden kann. Jetzt muss auch meines Erachtens epidemiologisch mehr gewährleistet sein, zu sagen, okay, wenn da ein Individualschaden vermutet wird oder andere Dinge auftreten, epidemiologisch, müssen wir reagieren können und diese Fragen beantworten können. Anders, als wenn es keine Pflicht würde. Das wäre meine Antwort auf Ihre Reaktion. Es gibt ja die Anschnallpflicht und ich weiß nicht, weit über 90%, ich kenne die Zahlen nicht, für die ist es gut, die überleben bzw. werden weniger geschädigt, aber es soll ja auch Opfer geben, die aufgrund des Gurtes vielleicht einen Schaden bekommen. Werden die entschädigt? Ja, sie können aber aufs Autofahren verzichten, ne? Das ist schon ein Unterschied. Ja, das ist ja richtig, was Sie sagen. Es ist eine Prävention, die verordnet wurde. Möglicherweise gibt es Fluchtbewegungen, aber normalerweise gibt es eine gesetzliche Schulpflicht in Deutschland. Das heißt, Sie kommen aus der Nummer nicht so leicht raus, wie zu sagen, und außerdem, Sie können ja auch einfach fahren, ne? Das kostet halt Geld. Und wer sich das leisten kann, kann auch sein Leben lang ohne Sicherheitsgurte fahren. Ich weiß nicht, ob dann irgendwann der Führerschein weg ist, vermute ich, aber ich will nur sagen, das ist nicht vergleichbar und wir haben uns das wirklich nicht leicht gemacht. Wir wollen das nicht banalisieren, sondern in der Tat ist die Frage, die der Kollege Stang aufgeworfen hat, das sind Dinge, die der Vorsicht dienen. Und es ist mal eine Situation, wo wir mal prospektiv vorsichtig sind. Wenn sowieso schon drinsteht, dass man Daten erhebt, dann bitte vorher durchspielen, was ich dann auch wirklich beantworten will, damit es dann geht, damit man nicht in 10 Jahren dasteht und sagt, wir haben zwar jetzt ganz viel Daten erhoben, ja, aber leider die wichtige Frage können wir jetzt trotzdem nicht beantworten und da hätte sich's vielleicht gelohnt, noch prospektiv dieses und jenes zu machen und dann hätte man nicht die ganzen Daten umsonst erhoben, weil teilweise, also ich kenne leider auch Projekte, da haben wir ganz viel Daten erhoben und am Ende konnte man nicht viel damit anfangen. Ich habe Sie so verstanden, dass es Ihnen auch ganz wichtig ist, quasi die Mündigkeit der Patienten bzw. derjenigen, die geimpft werden, auch zu stärken und denen auch die Möglichkeit zu geben, ein Feedback zu geben. Und das halte ich auch für eine ganz wichtige Funktion eines elektronischen Impfausweises, dass da nicht nur dokumentiert ist, wie ist denn der Impfstatus, sondern dass man sich das auch weiter überlegt, ob das nicht auch ein Mittel zur Kommunikation wieder sein kann. Dass man über Impfen, Impffolgen, Reaktionen auch wieder Rückmeldungen geben kann. Ich glaube, was die Diskussion so etwas schwierig macht oder was sie für mich als Kinder- und Jugendarzt etwas problematisch macht, das ist diese Fixierung letztlich auf diese sehr unwahrscheinliche Frage, haben wir es eventuell mit einer Zunahme von negativen Auswirkungen dieser Impfung zu tun? Dieser Diskussion könnte ich folgen, wenn es hier zum Beispiel die Impfpflicht für Influenza gehen würde, also Grippeimpfung, wo wir tatsächlich nur Durchimpfungsraten haben, die so knapp um die 60% liegen. Da könnte man tatsächlich noch etwas erwarten. Aber wir haben es hier mit einer Impfung zu tun, wo wir ja jetzt schon eine sehr hohe gesellschaftliche Akzeptanz haben. Das heißt, die erste Impfung wird von 97% aller Eltern akzeptiert für ihre Kinder. Dass es bei der zweiten Impfung nur 93% liegt sicherlich nicht daran, dass 4% dann plötzlich gedacht haben, die Impfung ist mies, sondern sie haben es schlicht nur vergessen. Ich meine, das muss ich Ihnen nicht sagen, was man da alles machen kann, nicht nur beim Patienten selbst, bei den Eltern, sondern auch beim Arzt vor Ort
und eben auch bei den Möglichkeiten, diese Pässe dann austauschbar zu machen. Also dass ich da wirklich ein höhere Awareness habe für diese Problematik, dass sie eben nicht, dass sie es vergessen oder dass es gerade nicht geht. Oder ich kann dann auch von mir aus, ich weiß nicht, ob Sie, ich darf mal den Namen nennen, hier von dem Berliner Startup Ada Health, dann kann ich nochmal nachfragen, kann ich denn bei 38,2 Grad mich noch impfen lassen? Und dann gehe ich ja doch zum Arzt, weil ich mal eben Ada Health gefragt habe. Also wir haben da Unmengen von Möglichkeiten, wenn wir es jetzt schaffen, dieses Momentum zu nutzen, eben das hier eben international vergleichbar und andere Länder machen es uns ja vor und sind einfach sehr viel besser auch in dem Bereich. Wenn wir so hohe Durchimpfungsraten aufrechterhalten bei Kindern, die nächsten Kinder, die alle geboren werden, wenn das alles weiter durchgehalten wird, so wird es zwangsläufig epidemiologisch passieren, dass der Anteil der Maserninfizierten immer größer wird bezüglich Erwachsener. Weil 1970 aufwärts, da haben wir natürlich ein Problem. Das wird durch den Gesetzesentwurf nicht beleuchtet, dieses Problem. Oder nur im kleinen Ausmaß, nämlich die Jahrgänge 1970 und jünger, die in Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten, die bisher keinen Immunstatus haben. Aber das, ich glaube, wirklich, wenn wir diese 97% und auch die Zweitimpfung hochhalten, bis zum 24. Monat, dann verlagert sich das Problem hin zu den Erwachsenen, wo unser Hauptproblem liegen wird. Das sehe ich ähnlich wie Sie. Man braucht feste Daten, mit denen man arbeiten kann. Man braucht Erkenntnisse. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, oder ich persönlich glaube nicht, dass Sie diese letzten 4% erwischen werden, wenn Sie noch bessere Daten irgendwann in der Hand haben und veröffentlichen. Das glauben wir auch nicht, dass wir durch diese Zahlen diese restlichen 4% überzeugen können. Was wir schon glauben, ist, dass wenn Maßnahmen ergriffen werden, dass man diese Maßnahmen evaluieren muss, dass man überprüfen muss, ob sie auch wirklich den gewünschten Effekt erbringen. Das ist ein Aspekt und Frau Thun hat darauf ja auch schon hingewiesen. Das ist ein Baustein, den wir Ihnen heute Abend hier auch vorstellen. Der andere Baustein ist auch wirklich, dass wir sagen, wir brauchen eine digitale Unterstützung der Patientinnen und Patienten, der Bürgerinnen und Bürger mit dem digitalen Impfausweis. Mit den Zahlen alleine wird es nicht gehen. Wir brauchen eine Unterstützung, dass man es schlicht und ergreifend nicht vergisst, sich impfen zu lassen. Wir brauchen auch das, was im Gesetz steht, dass wir Aufklärung machen, dass wir Informationen machen. Das haben wir jetzt hier gar nicht adressiert. Das ist vielleicht nicht so ganz unsere Baustelle. Ja? Unsere Baustelle und die Möglichkeiten, die wir jetzt auch von Seiten der GMDS einbringen können, sind die digitalisierte Unterstützung, der elektronische Impfausweis. Und ich finde hier gerade auch so einen Aspekt, nicht nur den zu denken als Einbahnstraße, sondern als Zweibahnstraße, wo Bürger auch kommunizieren können. Das ist ein wichtiger Baustein. Und der andere Baustein ist immer wieder auch Evaluation. Das sitzt uns tief in den Knochen, weil wir gerade in der Medizin auch davon überzeugt sind, es hat keinen Sinn, irgendwelche neuen Maßnahmen einzuführen, neue Therapien, sondern man muss es, natürlich hat es Sinn, aber es muss halt immer wieder überprüft werden und auch hier bei diesen gesetzgeberischen Maßnahmen muss eben auch überprüft werden, ob es denn den gewünschten Nutzen erbringt. Also es ist ein Baustein, nicht der Baustein. Ich glaube, wir müssen dazu bringen, Patienten von einem Gesundheitskonsumenten zu einem Gesundheitsproduzenten, nämlich der eigenen Gesundheit, zu machen. Und dabei kann Digitalisierung sicherlich sehr viel helfen. Im Übrigen glaube ich nicht daran, dass man Patienten, überhaupt Menschen, ohne große Not zwingen sollte, sondern ich glaube, dass man auch hier ganz klar sagen muss, dass wenn der Patient selber seine Gesundheit in die Hand nimmt, er möglicherweise auch gerne seine Daten zur Verfügung stellt. Im Moment sind die Leute verunsichert. Die sagen, die einen sagen dies und die anderen sagen das. Was stimmt da nun? Und dann haben die Verschwörungstheoretiker haben überhaupt erst eine Grundlage. Die waren, also ich hatte den Eindruck, die haben sich kaum noch gemeldet. Jetzt sind sie alle wieder da. Es gibt eine Riesenpetition mit unglaublich vielen Unterschriften. Die ganze Autismusdebatte, die war eigentlich ja widerlegt und also für alle Leute, die sich mit dem Thema befasst waren, die ist plötzlich wieder da und jetzt sind, und die, das kriegen die Eltern mit, da gibt es Leute, die sagen, davon kriegt man Autismus, dann kommen wir und sagen, ja, das ist auch alles seit Jahren widerlegt, das ist eine schwierige Situation und diese Zuspitzung, die wir jetzt gerade erfahren, wie gesagt, gerade in Bezug auf die Kinder, da sind die Leute besonders empfindlich. Ich finde, die Zielgruppe wird so ein bisschen verfehlt bei der ganzen Debatte. Natürlich, die kleinen Kinder können nicht mitdiskutieren, aber um die geht es ja eigentlich größtenteils. Und ich finde, da werden zwei Rechte
sozusagen gegeneinander gestellt. Wir haben einmal das Recht der Eltern auf Selbstbestimmung beziehungsweise auf die Bestimmung davon, was mit ihren Kindern passiert, ob sie jetzt geimpft werden oder nicht, beziehungsweise auch das Recht auf ihre Freiheit, was ihre eigene Gesundheit betrifft. Und auf der anderen Seite, was ich aber viel, viel, viel wichtiger finde, haben wir das Recht von den Kindern auf Gesundheit in einem Land wie Deutschland, wo es ja möglich ist. Wir haben ja hier keinen Ressourcenmangel. Und wenn man diese beiden Rechte erstmal gegenüberstellt, finde ich, überwiegt ganz eindeutig das Recht des Kindes auf Gesundheit. Ich glaube, da muss man schon wirklich auch drastisch zeigen, was bedeutet eigentlich eine Enzephalitis, was bedeutet eine SSPE, wie sieht das aus? Und ich glaube, wenn man diese wirklich abschreckenden Beispiele mal zeigen würde, würden vielleicht auch mehr Leute davon überzeugt sein, was man damit eigentlich verhindern kann. Genau diese Überlegungen haben bei uns, wir hatten plötzlich einen Wertekonflikt zwischen der Frage Impfpflicht und der Möglichkeit, dass alle Kinder einen Kindergarten besuchen können, auch Kinder zum Beispiel, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können oder Geschwisterkinder, die mit ihren größeren Geschwistern allein zum Abgeben in der Kindertagesstätte auftauchen, dass die geschützt sind. Deswegen haben wir in unserem, schlagen wir ja schon vor, dass eben bei Kindertageseinrichtungen, also Gemeinschaftseinrichtung tatsächlich auch die Impfung als Voraussetzung gemacht wird, weil es dort halt, um sicherzustellen, dass tatsächlich auch alle Kinder in den Kindergarten gehen können. Das ist ja sozusagen, wie gesagt, diese Kombination aus Solidarität und Selbstschutz. Ich glaube, dass wir das bisher viel zu wenig auch in die Aufklärungskampagnen integriert haben. Hier sollten wir vielleicht ausschließlich darüber diskutieren, ob der Impfpass digital sein soll oder warum, welche Nutzen das dann hat und ob er Bestandteil, das ist er nämlich im Moment nicht, der elektronischen Patientenakte wird, die ja kommen wird, die ja auch freiwillig ist. Und da kommen wir nämlich zu einem Aspekt. Es gibt freiwillige Anwendungen, die sind seit 15 Jahren im Gesetz, das macht nur keiner, und es gibt Pflichtanwendungen, zum Beispiel das elektronische Rezept. Ist das nicht so etwas Ähnliches wie ein elektronisches Rezept, sogar dass es eine Pflichtanwendung wird? Und das finde ich durchaus alles diskussionswürdig. Und auch das würde ich hier auch gerne diskutiert wissen. Wir halten es wirklich für notwendig zu überprüfen, ob Maßnahmen denn auch wirklich den gewünschten Effekt erzielen. Dafür brauchen wir Daten. Gebt uns Regeln, wie wir an die Daten rankommen. Das ist, glaube ich, auch alles heute deutlich geworden. Ja, und jetzt war Ihre Frage, wird denn darauf auch gehört, auf unser Bitten? Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, nein. Also wir fühlen uns tatsächlich nicht so wirklich mit involviert. Das hat zu vielen Diskussionen bei uns in der Fachgesellschaft geführt, auch zu selbstkritischen Diskussionen. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wie man kommuniziert. Und da sind wir vielleicht als Wissenschaftler auch nicht immer die geborenen Kommunikatoren. Und die Veranstaltung, die wir heute Abend hier haben, das ist letztlich eine Konsequenz aus der Diskussion, dass wir wirklich versuchen wollen, mit der Politik besser in den Kontakt zu kommen, dass wir da den Kommunikationskanal aufbauen. Und ich gucke jetzt insbesondere auf Sie und möchte einfach da auch noch mal anbieten, dass wir da zur Verfügung stehen. Wir sind sicherlich dazu auch in der Lage, auch im Vorfeld konstruktiv Fragen bei der Lösung von Fragen zu helfen. Nicht erst im Nachhinein zu sagen, das gefällt uns nicht, sondern ich möchte ja auch einfach anbieten, die Kompetenz, die wir in der Fachgesellschaft haben, einfach dafür zu nutzen, im Vorhinein a priori auch Fragen konstruktiv anzugehen. Und das, was Herr Binder heute angesprochen hat, zum Beispiel die Frage nach den Fragen, die zu evaluieren sind, das wäre auch so ein Beispiel. Aber andere Beispiele, auch die aktive Mitwirkung an einer digitalen Agenda, an einer Digitalstrategie im Gesundheitswesen, ist sicherlich was, wo wir nicht nur irgendwann mal meckern könnten, weil es uns nicht gut genug ist, sondern wir sind gerne bereit, hier auch von vornherein konstruktiv dran zu arbeiten. Wir sind daran interessiert, dass das ein gutes Gesetz wird. Wir sind daran interessiert, dass der Infektionsschutz für die Kinder und für die Erwachsenen verbessert wird. Und damit möchte ich diesen Abend schließen. Vielen Dank. Applaus